Herzlich willkommen zu diesem kurzen Video zu Java Database Connectivity. Wir müssen uns damit kurz auseinandersetzen, weil das als Basisbestandteil eigentlich unter fast jedem Zugriff in Java auf relationale Datenbanken sitzt und wir müssen so ein paar Konzepte verstanden haben. Sehen Sie aber gleich, worum es geht. So, JDBC ist ein API, das sind einfach ein paar Java-Interfaces und wenige Klassen und wenn Sie die Interfaces verwenden, können Sie auf eine relationale Datenbank zugreifen. Es sind ähnliche Konzepte wie in ODBC, das habe ich in dem ersten Video schon dargestellt und in dem JDBC-API sehen Sie nicht das relationale Datenbankmanagementsystem, das Sie verwenden. Also die große Hoffnung ist, Sie programmieren eine Java-Anwendung genau einmal und mit derselben Java-Anwendung können Sie dann auf MariaDB, MySQL, H2, Oracle, Microsoft SQL Server, weiß der Henker, also jedes denkbare Datenbankmanagementsystem zugreifen. Funktioniert leider nicht ganz so hübsch, weil JDBC ein API ist, wo Sie das SQL als String reinschreiben. Und Ihnen steht es ja frei, in dem String die Query-Hints aus Oracle zu verwenden oder Spezialitäten von dem T-SQL aus Microsoft auf dem SQL-Server zu nehmen. Und dann ist das Ganze natürlich nicht mehr portabel. Also wenn Sie sich beschränken und Sie nehmen nur noch SQL 92, das ist so ein Standard, den eigentlich alle Datenbankmanagementsysteme verwenden, dann haben Sie diese Portabilität. Sobald Sie spezielle SQL-Dialekte verwenden oder Sonderfunktionen, die nicht jedes Datenbankmanagementsystem implementiert, verlieren Sie natürlich die Portabilität. So, wie funktioniert das, dass JDBC mit diesen ganzen Interfaces auf verschiedenste Datenbankmanagementsysteme zugreifen kann? Naja, Sie nehmen Treiber und dieser Treiber implementiert die Interfaces, die Sie in JDBC verwenden. Also man könnte quasi fast von Dependency Injection sprechen, ist nicht ganz richtig, aber so ungefähr. Und Sie können jetzt eine Implementierung kriegen, die greift auf DB2 zu, das ist so ein großes das Standard Datenbankmanagement-System auf großen IBM-Hosts, also das ist so das Datenbankmanagement-System von IBM gewesen zumindest. Oder Sie greifen auf Oracle zu. Oracle war auch einer der größten Datenbankhersteller. Ich bin gar nicht sicher, ob das heute noch so ist, weil sehr, sehr viele Datenbankmanagement-Systeme inzwischen Open Source verfügbar sind, zum Beispiel MySQL oder MariaDB oder Klassiker ist auch PostgreSQL. Aber wie gesagt, Sie können sozusagen mit derselben Java-Software auf MariaDB oder Postgres zugreifen und diese blauen, grünen Klötze hier, die unterscheiden sich jeweils. Das ist der JDBC-Treiber. Und dadurch können Sie, durch Ändern des JDBC-Treibers, können Sie halt entsprechend auf die Datenbank auf eine andere zugreifen. Es gibt noch eine zweite Variante, wie man diesen JDBC-Treiber bereitstellen kann. Diese JDBC-Treiber sind im Grunde in dem Lieferumfang Ihrer Software mit enthalten. Man kann die auch übers Netzwerk bereitstellen. Dazu brauchen Sie so einen Namensdienst. Ich glaube, da kommen wir nicht mehr dazu, aber das wäre sowas ähnliches wie ein LDAP, wo Sie sozusagen so eine Art Objekt in dem Namensdienst anmelden und sagen, das ist so die Datenquelle für die Oracle-Datenbank. Und in diesem Objekt, was Sie in diesem Namensdienst angemeldet haben, da stehen dann halt die Zugriffsdetails drin. Das ist so ein bisschen modernere Architektur, diesen Begriff Data Source werden wir noch ein paar Mal sehen im Foliensatz. So. Wie funktioniert es? Sozusagen dieser erste Fall hier, das mit diesen grünen Pümpeln, das ist jetzt hier dargestellt. Sie haben Driver Manager, das ist so eine Art Ladefunktion, die sozusagen diese Implementierung von der Festplatte lädt. Und dem sagen Sie, welchen Treiber Sie haben wollen und der macht Ihnen dann Connection Interface auf und die Implementierung ist dann halt eine Oracle oder eine DB2 Connection und von der Connection aus können Sie dann Statement erzeugen, also das wäre dann ein Objekt, was dann einen SQL-Befehl repräsentiert und diese SQL-Befehle können Update oder Delete oder sowas sein oder entsprechend ein Select from where. Und Sie können also das Statement auch als Query ausführen und dann kriegen Sie ein Resultset zurück. Sehr viel mehr gibt es in JDBC eigentlich gar nicht. Also man ist über die Jahre, es gibt es ja schon über 20 Jahre, natürlich deutlich komplizierter geworden. Aber das ist so die Grundstruktur, sehr viel mehr brauchen Sie eigentlich nicht. So, wie funktioniert jetzt JDBC? Sie laden den Treiber, also sprich den Oracle oder den MySQL-Treiber und bauen mit dem Ding die Datenbankverbindung auf, erzeugen sich dann einen SQL-Befehl, also in so ein Statement-Interface geben Sie dann halt String mit, also Select from Where oder sowas.
Führen dann den Befehl aus. Das heißt, der schickt das JDBC, sie schicken das dann sozusagen gegen die relationale Datenbank, führen das aus und werten dann das Ergebnis aus. Das heißt, beim Update-Statement holen sie raus, wie viele Zeilen geändert worden sind. Also da kriegen sie meistens Integer zurück, also Update oder Delete, dann wissen sie, wie viele Zeilen, also ob das Update überhaupt erfolgreich war. Oder bei einer Query kriegen sie halt ein Result-Set und sie können sich das genauer anschauen. Sehr viel mehr steckt nicht dahinter, der Code, das ist so ein Fünfzeiler, kommt didaktisch vielleicht ungünstigerweise ein bisschen spät in dem Foliensatz. So, was jetzt als Beispiel, Sie importieren Java SQL, das ist sozusagen das JDBC-Package, wo also die Sachen drin sind. Einige von Ihnen hatten ja schon Java SQL Date verwendet, das ist eigentlich, sollten Sie gar nicht machen, nehmen Sie lieber das Date oder den Timestamp aus Java 8. Das Zeug hier ist zu alt und vielfach wollen Sie ja gar kein JDBC-Zeugs drin haben. Sie laden dann den Treiber. So eine Klassiker ist, Sie sagen hier Class for Name, also verwenden den Class Loader dafür und sagen org h2 Driver. Und das ist dann der Name des JDBC-Treibers und der erlaubt Ihnen dann den Zugriff auf die h2-Datenbank. Die werden wir auch verwenden in unseren Beispielen. Und Sie können dann der Datenbank, die hat dann eine URL. Das heißt, die ist ganz interessant, weil Sie hier das Präfix haben JDBC. Das ist sozusagen, also welche Zugriffsmechanik er verwenden soll. Ja, haben Sie schon ein paar Mal gesehen, AMQP und andere Dinge. Und dann haben Sie hier eine Kennung von dem Datenbanktreiber, also in dem Fall H2. Bei Oracle würde ich halt Oracle und vielleicht ein paar mehr Informationen stehen. Und hier ist der Name, also zum Beispiel die IP-Adresse von dem Datenbankserver und der Name der konkreten Datenbank, an die Sie ran wollen. Und in dem Fall ist das eine dateibasierte Datenbank hier, das heißt in meinem Home-Verzeichnis die Datei Kunden.db, weil es sozusagen so ein Spardatenbanksystem ist. Und was Sie dann machen, ist, Sie machen über den Driver Manager, nachdem Sie den Treiber geladen haben, machen Sie mit dieser Datenbank-URL, also auf der lokalen Festplatte, mit dem Benutzer SA und dem Passwort Leerstring die Datenbankverbindung auf. Sie sehen schon, so sollte man es nicht programmieren, Nutzernamen und Passwort direkt in Source Code reinschreiben. Machen wir später noch intelligenter. Aber so kann man es programmieren, so können Sie relativ schnell einfache Beispiele machen. So, was machen wir dann? Wir machen einen ändernden Zugriff. Ich mache ein Statement auf, das heißt, ich nehme die Datenbankverbindung und erzeuge ein Statement. Und mit dem Statement kann ich dann sagen, Execute Update, sehen Sie hier, Statement Execute Update. Und dann kann ich zum Beispiel ein Create Table gegen die Datenbank schicken. Oder ich kann ein Insert Statement gegen die Datenbank schicken. Also Insert into Customer, das ist jetzt alles blankes SQL. Und Sie sehen hier mit diesen Anführungsstrichen, das ist einfach ein String, den ich gegen die Datenbank schicke. Da könnte ich jetzt auch Halleluja reinschreiben, wie schon erwähnt. Kriege ich natürlich einen Syntaxfehler von der Datenbank. Was jetzt schlecht gemacht ist hier an dem Beispiel ist, normalerweise gibt das Statement Execute Update noch einen Wert zurück für die Zahl der geänderten Zeilen. Also man sollte immer gucken, auch im Namen der Fehlerverwaltung, ob er tatsächlich jetzt hier genau eine Zeile geändert hat. Manchmal, wenn man es geschickt programmiert, ändert er nämlich auch null Zeilen, weil also zum Teil so optimistisches Locking umgesetzt mit sowas und dann muss man hier tatsächlich überwachen, ob der die korrekte Zahl der Zeilen geändert hat. So, und Statement ist eine Ressource, und die müssen Sie natürlich wieder freigeben, wenn Sie den nicht mehr brauchen. So, oder ich schreibe, mache einen schreibenden Zugriff 2. Was ich machen kann, ich kann Prepared Statement machen. Den Begriff werden Sie auch schon ein paar Mal gehört haben vielleicht und so eine ähnliche Konstruktion gibt es auch bei PHP oder bei C-Sharp. Das Ding ist im Grunde ein vorübersetztes SQL-Statement. Das heißt, Sie würden dieses Insert-Statement, da legt die Datenbank, der Datenbank-Server, legt da irgend so eine vorübersetzte Konstruktion an. Und beim nächsten Aufruf hat er das schon vorkompiliert. Das heißt, Sie sparen sich das Parsen und schicken dem Ding, also dem Datenbank-Server, nur noch die Parameter mit. Und das bereiten Sie hier mit dem Prepared-Statement vor. Und diese Fragezeichen sind die Parameter. Bringt ungefähr 30% Leistungszuwachs, also zumindest war es früher so. Und was Sie dann machen, wenn Sie es ausführen wollen, Sie setzen einfach die Parameter 1, 2, 3 und 4 und können dann sozusagen das Prepared Statement absetzen. Was sehr inkonsequent ist, ist, dass die hier mit der Nummerierung bei 1 anfangen. Manchmal fangen die bei Java bei 0 an, also so richtig 100% schlüssig ist das häufig nicht, was Sie da in Java vorfinden. Und wie gesagt, wenn Sie es ausführen wollen, machen Sie einfach ein Execute Update.
So. Man kann noch mehr Sachen machen, vielleicht, das ist nochmal ganz interessant, also ich kann ein normales Statement, Insert Update Delete, S oder ein Select schicken, ich kann ein vorübersetztes Statement schicken, ich kann auch noch eine Stored Procedure aufrufen, das wäre ein Callable Statement. Weiß nicht, ob Sie das in Datenbanken einmal behandelt haben. Sie sind ja in der Lage, Source Code, also zum Beispiel PLSQL, in ein Oracle zu deployen. Oder Sie können auch in dem Datenbankkern zum Beispiel von Oracle Java Code ausführen. Ich weiß nicht, wie die Sprache beim Microsoft SQL Server ist, aber auch da können Sie Stored Procedures schreiben. Das machen Sie zum Beispiel, wenn Sie, was Sie sehr Algorithmus haben, der sehr viele Einzeldatenbankaufrufe hätte. Und dann sparen sich halt den Netzwerkzugriff, wenn sie den gesamten Source Code gleich im Datenbankkern ausführen. Da machen sie Callable Statements und da drin rufen sie eigentlich Prepared Statements aus. Also der korrekte Datenbankbegriff ist Prepared Statement. Und wie gesagt, ausgeführt werden diese Dinge im Datenbankkern. So, was kann ich machen, wenn ich lesen will? Ich kann mir eine Query ausführen, also Statement Execute Query. Und da ist ein ganz klassisches Select from Where drin, kennen Sie aus Datenbanken 1. Denke ich rauf und runter und Sie haben die ganze SQL-Syntax zur Verfügung, also group by, having, das volle Programm, query hints, wenn Sie ganz advanced sein wollen und Sie kriegen daraus ein Result-Set. Das ist ganz spannend, das müssen wir uns noch mal ganz kurz anschauen, weil das auch so ein bisschen erklärt, wie da die höherwertigen APIs funktionieren. Was Sie nämlich machen, ist, Sie gehen hier mit, das ist so ein bisschen so diese alte Collections-Mechanik aus Java, Sie gehen hier mit rs.next, sagt Ihnen, naja, wenn es noch einen weiteren Treffer gibt, dann stellt er den, also er hat so einen Zeiger auf die Antwort-Tabelle im Datenbankmanagement-System und mit rs.next stellen Sie das Ding um einen Treffer weiter. Und Sie können dann die aktuelle Zeile, auf die dieser Zeiger zeigt, einfach auslesen mit getString und dann ist das hier der Spaltenname, falls hier Vorname, Nachname auch in der Ergebnistabelle drin steht. Man könnte hier auch sagen, get Parameter 1, get Spalte 1, get Spalte 2. Und mit rs.next stellen Sie halt diesen Cursor, der auf die nächste Ergebniszeile zeigt, einen weiter. Also damit können Sie auch 10 Zilliarden Treffer auslesen. Das macht Ihnen nichts, wenn Sie nur genügend Zeit haben. Also Sie kriegen jetzt nicht in einem Aufruf gleich 10 Zilliarden Treffer an den Client übergeben. Also auch mit großen Treffermengen können Sie so umgehen. Klassisches Datenbank-Cursor-Konzept. So, hier nochmal als Beispiel, das heißt, dieser Cursor, den verstellen Sie halt mit rs.next, sehen Sie hier, Bewegen des Cursors mit next. Und ich kann hier auf die Spalten jeweils mit get, get int, get string, get dies, get das, get object oder was auch immer Sie wollen zugreifen. Und ich verwende entweder den Spaltennamen oder den Spaltenindex beginnt wieder bei 1. Und das sitzt auch unter vielen moderneren Konzepten noch drunter. Also immer dieses Auslesen auch großer Treffermengen über einen Datenbankcursor. Datentypen, das brauchen wir später nochmal. Das ist auch eines unserer wichtigsten Probleme, die wir lösen müssen, und zwar Ihr Datenbankmanagementsystem, also Ihr Postgres oder Ihr MariaDB hat ein eigenes Typsystem. Also der hat kein String, sondern Varchar. Unterschied zwischen Varchar und String ist, der Varchar hat zwar eine variable Länge, aber der hat einen Maximalwert von mehr als 255 Zeichen. Ja, Java String kann auch 3 Milliarden Zeichen haben. Also wahrscheinlich gibt es irgendeine Begrenzung im Hauptspeicher, aber jedenfalls kann das sehr große Werte haben. Oder das Datenbankmanagementsystem kennt Integer oder Timestamps. Das ist sozusagen die Typwelt vom Datenbankmanagementsystem, zum Teil festgelegt in SQL 92. Und dann haben sie in ihrem Java-Programm ein anderes Typsystem. Und JDBC macht ihnen so ein bisschen die Abbildung zwischen diesen beiden Welten. Da kommt es aber ab und an zu Fehlern. Zum Beispiel, wenn Ihr Varchar die Länge 255 hat und Sie geben dem Ding einen String mit 1000 Zeichen, dann kriegen Sie eine Exception. So. Und wie gesagt, die Übersetzung findet zum Beispiel in diesen SetX und GetX Methoden statt, die Sie aus dem Prepare Statement oder Result Set Beispiel schon gesehen haben. Hier nochmal eine Übersicht. Ich glaube, das lese ich Ihnen jetzt nicht vor. So, spannend ist noch Transaktionen. Das ist auch eine ganz beliebte Quelle für Fehler. Also ich kenne Stories, also von echten Kunden, die haben es geschafft, halbe Kunden zu speichern, als das System zwischendurch abgespeichert war. Und die haben genau einen Fehler gemacht, nämlich Autocommit eingeschaltet. Auch wenn sie in Datenbanken 1 die SQL-Übungen machen, haben sie häufig Autocommit eingeschaltet. Das heißt, jedes Statement wird als ein Atom betrachtet. Und das heißt, wenn Sie ein Update machen, können Sie sozusagen virtuell im Kopf davor ein Begin-Transaction und danach ein Commit sehen.
Das sollten Sie aber, wenn Sie normalerweise sowas selber programmieren, ausschalten. Denn was Sie wollen, ist ja, es kann ja sein, dass Ihr Kundenobjekt aus mehreren Teilen besteht, die Sie über mehrere Insert, Update und Delete Statements in die Datenbank schreiben müssen. Und Sie wollen ja die Menge dieser Statements als atomar betrachten. Also die sollen alle zusammen ganz oder eben gar nicht ausgeführt werden. Und wenn Sie die Hälfte ausgeführt haben, haben Sie halt einen halben Kunden in der Datenbank. Und dann ist Ihr ganzer Datenbestand inkonsistent. Das wollen Sie nicht. Also ausschalten, Autocommit ausschalten. Und dann können Sie nämlich, man kann es auch einschalten, wenn man will, sollte man aber lassen, wie gesagt. Und wenn Sie es ausgeschaltet haben, können Sie nämlich auf der Datenbankverbindung sagen, hey, es ist alles prächtig, alles ist durchgelaufen, dann sagen Sie ein Commit. Und wenn irgendwie ein Fehler aufgetreten ist, sagen Sie ein Rollback und dann werden alle bis dahin ausgeführten SQL-Statements wieder zurückgerollt, bis zum letzten sicheren, bis zum letzten Commit, das erfolgreich durchgelaufen ist. Es gibt noch ein paar Fehler, die man sich noch anschauen kann. Wie gesagt, normalerweise finden Sie dann immer diese klassische SQL Exception, diese, um die Sie sich kümmern müssen. Es gibt manchmal auch SQL Warnings. Ist, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Vielleicht zur Erinnerung, die Folie ist eigentlich ein bisschen käsig, weil hier fehlt eigentlich das Finally, weil Sie normalerweise Statements, Connections und so weiter im Falle einer Ausnahme freigeben müssen. Sonst bleiben die Datenbankverbindungen offen. Und so viele, also gerade ein Datenbankmanagementsystem hat nur eine endliche Menge an Connections. Und da ist der Garbage Collector häufig nicht schnell genug. Also da ist es tatsächlich wichtig, Try-Catch Finally zu machen. Also die Folie muss ich nochmal bearbeiten. So, hier nochmal ein vollständiges Beispiel, dass Sie es mal im Ganzen gesehen haben. Also das ist jetzt mit einer, sagen wir mal, sehr beschissenen Ressourcenverwaltung. Sie sehen, das Finally ist leer. Ist das jetzt mal ein vollständiges Beispiel? Der holt sich einen Datenbanktreiber, macht eine Verbindung zu der Kunden-DB auf, erzeugt sich ein Update-Statement und beendet das Programm wieder. So, und das könnte so ein ganz banales JDBC-Programm sein. So, im nächsten Video wird es jetzt dann um das Anwendungskerndesign gehen. Da werden wir nämlich feststellen, dass auch so uns so einzelne Zeilen eigentlich nicht interessieren, sondern wir wollen Kunde, Konto, Vertrag und selbstgebastelte Datentypen. Und dann führt das sozusagen eigentlich zur Anwendung von JPA hin und eigentlich zur Argumentation, dass man JDBC, das ist zu grundlegend, zu feinteilig. Und da brauchen wir was Grobteiligeres oder was mit mehr Funktionsumfang aufwartet. Und deswegen müssen wir uns ganz kurz im nächsten Video das Anwendungskerndesign anschauen. Bis gleich.